Moin, hier ist Miro von Olight und heute habe ich ein kurzes Video zum Muttertags-Mini-Sale für euch. Wir haben den Sale ein kleines bisschen vorgezogen, damit ihr auch genug Zeit habt, die Geschenke zu erhalten, die ihr dann schließlich hoffentlich machen werdet. Euch oder auch anderen, das ist ja vollkommen egal. Auf jeden Fall habt ihr die Chance, euch eine Batten 3 im neuen limitierten Aurora Lila zu sichern. Und wir haben auf euer Feedback gehört, es gibt sie jetzt mit oder ohne Ladecase. Das ist dafür aber etwas ganz Besonderes, denn hier haben wir das Stardust Finish von der i5T übernommen. Sehr schicke Kombination, wie ich finde. Und das passt auch thematisch zusammen, denn Aurora Lila, das soll an die letzten lila Verfärbungen im Himmel erinnern von der untergehenden Sonne. Die Batten 3, die wir gerade zusammen auspacken, ist eine äußerst gelungene Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorgängerin. Wir haben jetzt 1200 Lumen, 166 Meter Leuchtweite und bis zu 20 Tage Akkulaufzeit im Moonlight-Modus. Mit Ladecase sind es dann sogar bis zu 94 Tage, denn damit kann die Batten 3 bis zu 3,7 Mal aufgeladen werden. Aufladen tut man das Ladecase selbst, dann übrigens mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel. Bedient wird die Batten 3 übrigens über den Seitenschalter und damit springen wir mal zur Praxis. Wie ihr seht, es gibt verschiedene Helligkeitsstufen, mit der man die Lampe perfekt an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Egal ob der Moonlight-Modus mit einem Lumen oder über den niedrigen, mittleren und hohen Modus, dann schließlich mit einem doppelten Drücken des Seitenschalters der Turbo-Modus mit 1200 Lumen und auch einen Strobe-Modus zum Blenden von Angreifern haben wir dabei. Aber das ist noch nicht alles, denn wir haben auch den Opan 2 in Desert Tan jetzt für euch, denn diese Farbe wurde von euch sehr häufig angefragt. Ihr könnt ihn ganz normal über den L-Bolzen als Stift verwenden, habt aber auch die Möglichkeit, über die im oberen Teil integrierte LED verschiedene Helligkeitsstufen auszuwählen. Da gehen wir doch direkt mal in die Praxis. Mit dem Opan kann man auch auf niedrigster Stufe problemlos die nähere Umgebung ausleuchten. Und das wirklich ausleuchtend, also eine große Umgebung, kriegt man hier erleuchtet. Und dann kann man über die verschiedenen Modi den Pen immer heller machen, bis man schließlich die 120 Lumen erreicht, mit denen sich dann wirklich eine ordentliche Fläche ausleuchten lässt. Eben keine sehr große Reichweite, aber dafür ein sehr, sehr guter Überblick, wofür der Pen ja auch gemacht ist. Besonders praktisch ist diese Kombination natürlich, weil ihr auch die Lampe und den Stift getrennt verwenden könnt. Das bedeutet, ihr könnt auch im Dunkeln Notizen machen. Und sein Hauptwerk, das Schreiben, beherrscht der Opan 2 natürlich super und er gleitet sehr schön übers Papier. Mit dem Lieferumfang ist außerdem noch eine Ersatzmine und das USB-C-Ladekabel, mit dem ihr den Pen dann auch aufladen könnt. So, ihr merkt, es ist schon spät und ich rede recht leise, weil ich hier niemanden wecken möchte. Ich mache das Video diesmal also ein bisschen kürzer. Ich glaube, von meinem Kollegen Julius wird noch ein kleines Unboxing oder etwas in der Art zum Pen kommen. Und ansonsten sehen wir uns dann im Live-Video am Montag um 19 Uhr. Ich verlose jetzt noch eine Kleinigkeit unter euch und zwar natürlich die Batten 3 in Aurora Lila. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist ein Kommentar und ein Like beziehungsweise einen Daumen hoch zu hinterlassen. Und ihr könnt auch das Video teilen, wenn ihr möchtet und euch dadurch ein Extralos verdienen. Das war's von mir. Schaut euch doch mal über den Link in der Beschreibung unten in unserem Shop um. Und bis dahin wünsche ich euch allzeit gutes Licht und euch allen einen schönen Muttertag, wenn es dann soweit ist.